Mein Name ist Roman Garber, bin 63 Jahre alt und wurde am Flughafen Cartagena festgenommen. Ich habe das wirklich oft von Mandanten gehört. Bitte, bitte holen Sie mich raus. Wann kann ich endlich wieder nach Hause? Das ist ja alles ein Missverständnis. Ja, da wäre gewesen 10.500.000 Dollar. Diese Mails, die kriegen wir alle. Jeder löscht sie. Der Roman hat es nicht gelöscht. Der Roman ist ein ganz gutgläubiger Mensch. Ein guter Dodel, wie man auf Steirisch sagt. Den Kleinen erwischt es halt. Und dann bin ich am nächsten Tag am Flughafen und habe halt die Gepäckstücke eingecheckt, das Paket da. Wir hoffen, dass er nach Österreich kommt. Das wäre das Wichtigste. Dass er tot ist. Dass er da einmal ist. Dass er von unten weg ist. Also es ist wirklich wie ein Mordprozess. So wird dieser Prozess geführt. Ich glaube, die meisten von uns kennen solche Mails. In grammatikalisch fragwürdigem Englisch wird man verständigt, dass einen überraschenderweise in Afrika oder sonst wo ein riesiges Vermögen erwartet. Aber damit man da rankommt, müsse man leider vorher ein paar Tausender selber überweisen. Für einen Anwalt oder für irgendwelche Gebühren. Der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Fast alle, die so etwas kriegen, löschen diesen dreisten Betrugsversuch. Aber was passiert, wenn man sich darauf einlässt? Und was ist, wenn eine geheimnisvolle Frau Thompson aus dem Mail gar kein Geld will, sondern tatsächlich ein paar Hunderter überweist und Flugtickets und Hotels bucht? Herr Garber, ein unbescholtener Pensionist aus Lebring in der Steiermark, hat sich darauf eingelassen. Vielleicht, weil er immer schon bei Gewinnspielen aller Art mitgemacht und gehofft hat, dass er einmal den Millionengewinn macht. Vielleicht, weil er geglaubt hat, dass man ihn nicht so leicht reinlegt. Aber er hat sich getäuscht. Das Resultat? Er sitzt seit November vergangenen Jahres in Kolumbien hinter Gittern und wenn es nach der Justiz dort geht, soll das auch die nächsten 20 Jahre so bleiben. Er hat uns mit Handschellen gefesselt ein Handy-Interview aus dem kolumbianischen Gefängnis gegeben. Die Tonqualität ist, ehrlich gesagt, grenzwertig und deswegen werden seine Aussagen auch schriftlich eingeblendet. Robert Berger, der auf den Fall aufmerksam geworden ist und alle möglichen Interviewpartner aufgetrieben hat, und Sabine Zink, unsere Spezialistin im Recherchieren, Erzählen und bildlichen Umsetzen komplizierter Geschichten, zeigen Ihnen, wie beharrlich Herr Garber von dubiosen Figuren in die Falle gelockt, was ihm zum Verhängnis geworden ist und wie er da vielleicht wieder herauskommen könnte. Flughafen Graz-Thalerhof. Am 8. November letzten Jahres checkt hier ein Mann aus der steirischen Marktgemeinde Lebring ein. Er hat eine weite Reise vor sich, nach Südamerika. Als erstes fliegt der Mann von Graz nach München. Um 13.35 Uhr startet seine Maschine. Bei dieser Reise handelt es sich nicht um einen Ferienflug in die Karibik, sondern es geht um Geld, um sehr viel Geld. Von München fliegt der Mann weiter nach Madrid, am nächsten Tag dann von Madrid nach Quito, der Hauptstadt von Ecuador. Diese Reise nach Südamerika wird für den Steirer ein mehr als verhängnisvolles Ende nehmen. Vor ein paar Wochen. Wir bereiten uns auf ein Video-Interview der besonderen Art vor, denn der Mann, mit dem wir gleich sprechen werden, sitzt im Gefängnis. Es handelt sich um jenen Steirer, von dessen Reise nach Südamerika wir eben erzählt haben. Sein Name ist Roman Garber. Er befindet sich in Kolumbien in Haft und sitzt uns in Handschellen gegenüber. Grüß Gott, Herr Garber. Grüß Gott. Sie wissen von meinem Anruf? Grüß Gott. Grüß Gott. Ich weiß davon, ja. Sind wir ungestört? Können Sie das Handy eventuell quer halten? Dann sehe ich Sie besser. Wir haben Roman Garber ein Handy in die Haftanstalt zukommen lassen. Wir hoffen, dass die Verbindung lange genug hält, dass er uns seine fast unglaubliche Geschichte erzählen kann. Wie und warum er, der unbescholtene österreichische Staatsbürger, im Gefängnis von Cartagena in Kolumbien gelandet ist. Wie geht es Ihnen in der Haft? Können Sie ein bisschen schildern, wie ist denn Ihr Alltag? Ja, den Umständen entsprechend. Also gut auf keinen Fall, weil da gibt es schon einige Dinge, die man nicht so gern als Österreicher hat. Die Bedingungen, die halt vorherrschen. Also das ist
Bei Hygiene fängt das an. Also da haben wir jede Menge Ungeziefer, ne? Und in den Zimmern, weil da gibt es keine Fenster und nichts. Ne? Also die ersten 2 Tage bin ich am Boden da geschlafen. Mit circa 40 Mann in einer Zelle. In kolumbianischen Haftanstalten herrschen andere Standards als hierzulande. Seinen ersten Schritt auf dem Weg in ein südamerikanisches Gefängnis hat Roman Gaber wohl ohne es zu ahnen bereits in Österreich gesetzt, in der Steiermark, an seinem Schreibtisch, als er vor rund 1,5 Jahren den Laptop aufklappt und seine E-Mails checkt. Also ich habe da auf meinem E-Mail-Account immer welche E-Mails gekriegt, also wird dann nach wie vor so sein. Von Afrika und was weiß ich. Und dann habe ich halt einmal herumgespielt und habe den einmal zurückgeschrieben. Und da ist behauptet worden, ich hätte da irgendeinen Phone. So ein E-Mail weckt Roman Gabers Aufmerksamkeit. Es stammt von einer angeblichen Miss Thompson von HM Treasury@gmail.com. HM Treasury, so heißt eigentlich das britische Finanzministerium. Und in diesem Mail steht unter anderem zu lesen: Gute Nachrichten. Sie bekommen Ihr Geld. Wir teilen Ihnen mit, dass Sie einer der Begünstigten sind, die Ihr Geld vom zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2021 erhalten. Das Geld wird durch unser Offshore-Payment in Südamerika oder Afrika und Europa freigegeben. Sie müssen in eines unserer Offshore-Zahlungszentren reisen, um die Originaldokumente zu unterzeichnen. Geben Sie uns Namen, Adresse, Handynummer, eine Passkopie und den Namen des nächstgelegenen Flughafens. Die ganze Reise wird nur 6 Tage in Anspruch nehmen. Das kann nicht sein. Also es gibt keinen Phone auf meinen Namen. Und dann habe ich das mal immer gelöscht, die Nächsten. Und sie waren aber hartnäckig und haben dann halt immer wieder geschrieben. Und dann habe ich gesagt, ja, wie soll ich das kommen? Nicht? Ja, sie machen das. Dann seine englische Adresse angeben. Miss Thompson oder wie die heißt. Thompson. Und der hat mir immer wieder geschrieben. Wie viel hätten Sie eigentlich da gewinnen oder kriegen sollen von diesem Investmentfonds? Was für Summen geht es denn da eigentlich? Ja, da wäre gewesen 10.500.000 Dollar. Ich habe gesagt, das glaube ich nicht, weil ich habe so einen Fonds nicht. Aber nur, die haben mir das Formular geschickt. 10 Millionen Dollar, da kann man schon ins Träumen kommen. 10 Millionen Dollar, unfassbar viel Geld. Nicht nur für einen 63-jährigen Pensionisten aus der Steiermark. Und da befindet sich jetzt dieses Mail in seinem Postfach, das ihm so viel Geld verspricht. Der Absender ist immerhin das britische Finanzministerium, glaubt Roman Gaber. Irgendwann, schreibt er dieser Miss Thompson, dann doch zurück. Ich habe denen sogar geschrieben, dass ich an das nicht glaube, weil das nicht sein kann, weil ich müsste ja wissen, dass ich einen Fonds habe. Ne? Und ich habe keine Verwandten, wo ich Erbschaft kriegen kann. Und ich sagte, man kann das klären. Und sie hat gesagt, das ist so, sie macht das. Und sie hat auch noch gesagt, da gibt es einen häufigen E-Mail-Verkehr. Und der hat dann irgendwie das Vertrauen hat sich auch genommen. Wir versuchen mehr über Roman Gaber herauszufinden und fahren nach Liebring in der Steiermark, wo er praktisch sein ganzes Leben verbracht hat. Gleich vorweg, bei denen, die ihn kennen, fällt ein Satz sehr oft. Der Roman ist ein ganz gutgläubiger Mensch. Der Roman ist ein sehr guter Mensch, ein sehr gutgläubiger Mensch. Er war also, ich sage, gutgläubig. Roman Gaber, geboren am 10. Februar 1959, Sohn einer Schneiderin und eines Gendarmen. Gelernter Einzelhandelskaufmann, Roman Garbers Familie, das sind seine Lebensgefährtin und deren 2 Kinder, sozusagen seine Ziehkinder. Fotos, die ein, nennen wir es, eher unauffälliges Leben dokumentieren, Familie, Feiern, Urlaube. Am Gemeindeamt von Liebring treffen wir Bürgermeister Franz Labucker. Setzen wir uns einmal, oder? Bitte. Wir hatten ein freundschaftliches Verhältnis. Roman Gaber war dann sehr lange im Außendienst. Er hat Autoersatzteile oder Zubehör für Autos verkauft, war dann auch selbstständig, war damals als Selbstständiger nicht sehr erfolgreich, halt auch, weil er zum Teil zu großzügig war, ein guter Dödel, wie man auf Steirisch sagt, und weil er halt vielen entgegenkommen wollte vom Preis. Das war sicher auch einer der Gründe, warum das nicht entsprechend funktioniert hat.
Ich habe dann noch immer laufend Kontakt gehabt, auch weil er uns ja auch beim Fußballverein unterstützt hat. Der war Ordner am Fußballplatz. Ordner ist ja auch eine Tätigkeit, die man sehr gewissenhaft durchführen muss. Auch da gab es nie Probleme und es war immer ein, ich kenne ihn als sehr verlässlich. Die Ziehkinder von Roman Garber, Julia und Alexander Lappi, zeigen uns, wo er zuletzt gewohnt hat. Eine kleine Mietwohnung. Sie möchten aus Rücksicht auf seine Privatsphäre nicht, dass Bilder vom Inneren der Wohnung gemacht werden. Ja, ich glaube, der Roman war ein oder ist ein Mensch, der sich im Leben mit sehr, sehr wenigen Dingen sehr zufrieden schon gibt. Also der einfach gelebt hat in Österreich und nach wie vor ein einfacher Mensch ist. Er war und ist sehr hilfsbereit seinen Mitmenschen gegenüber und hat jetzt nicht wirklich das Exotische gesucht. Also sein Bewegungsradius war die Arbeit, die hat er sehr gern gemacht, der Sportplatz, für den hat er auch sehr gelebt und ja, das Gasthaus bei seinen Freunden und Kollegen. Das Gasthaus Scheucher in Liebring. Ein Familienbetrieb seit 3 Generationen. Hier im Scheucher war Roman Garber Stammgast. Hier ist er gerne auf das eine oder andere Glaserl vorbeigekommen. Und hier ist er auch gerne mit seinen Freunden zusammengesessen. Ich kenne ihn seit 44 Jahren als Kumpel, als guten Freund. Wir haben sehr viel unternommen, gemeinsam. Urlaub gemacht, sehr viel GAK-Platz gefahren, also ins Stadion nach Graz, GAK-Spiele anschauen. Liebring am Fußballplatz. Dass ihr Kumpel aus Liebring in Kolumbien im Gefängnis sitzt, am Stammtisch, kann man das nicht fassen. Ich selber hab's nicht gewusst und die Gäste an sich haben mir auch nichts erzählt, dass er dort hing. Also, ich hab's nicht gewusst. Ja, wir haben es auch durch also Zufall erfahren, der andere Gast aus Thaler. Jetzt wollen wir Henkel holen und dann sagte Roman habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Und dann sagte ja, als Urlaub Ecuador. Und dann sage ich, was tut der Ecuador? Das ist. Keine nur Bananenplantagen und sonst nichts. Also, und dann, ja. Und dann habe ich länger nichts gehört und probiert anrufen und dann. Und dann rufe ich seine Ex-Lebensgefährte Andrea an und zum Spaß sage ich, was ist denn mit dem Raum? Und ist der verschollen? Und dann sage sie, verschollen? Der sitzt in Kolumbien im Gefängnis. Wir besuchen Andrea Lappi, die ehemalige Lebensgefährtin von Roman Garber. Sie hat für uns die Fotoalben hergerichtet mit Bildern aus den gemeinsamen 17 Jahren. Sie hätten sich im Guten getrennt, wie Andrea Lappi betont. Und es war sie, die als eine der Ersten erfahren hat, dass Roman Garber in Kolumbien verhaftet worden ist. Ich bin Anfang Dezember kontaktiert worden von einem LKA-Beamten. Ich war gerade wirklich im Stress, auch beruflich. Und der hat mir dann gesagt, dass der Herr Garber in Kolumbien im Gefängnis sitzt. Ich war am Anfang wie vom Donner gerührt. Ich habe das überhaupt nicht geglaubt. Also das war für mich so unverständlich. Seither, erzählt uns Andrea Lappi, engagiere sich die Familie für Roman Garber, sammle Geld für Anwaltskosten. Alle würden versuchen zu erfahren, was genau passiert ist und wie man ihm helfen kann. Und ich muss sagen, wenn ich mich nicht engagiert hätte, wir wüssten weder, wo er ist, wie es ihm geht, ob er überhaupt noch lebt. Wir wüssten nichts. Und er ist ja ein liebenswerter Kerl. Und meiner Meinung nach hat das niemand verdient, dass er so vergessen wird. Und ich könnte es einfach nicht, diesen Menschen jetzt so vergessen und sagen, na, das geht mich eigentlich nichts mehr an. Wir hatten zwar eine Beziehung, die ist zu Ende und somit interessiert mich das nicht. Das ist für mich nicht das Thema. Natürlich fragen wir Andrea Lappi, ob sie sich erklären kann, warum sich Roman Garber offenbar von einem Mail, das ihm einen Millionengewinn verspricht, nach Südamerika hat locken lassen. Er hat immer an Gewinnspielen teilgenommen. Er hat bei jedem Ball, den wir besucht haben, Lose gekauft. Wir haben sehr viele Stockerl daheim gehabt, weil wir nur Stockerl gewonnen haben. Er ist ein sehr geselliger Mensch. Es gibt Menschen, ja, die so naiv sind und dann wirklich vielleicht irgendwann einmal denken, das ist es jetzt. Und jetzt habe ich halt das Glück und habe auch Geld gewonnen. Ähnlich schätzen das Roman Garbers Ziehkinder ein.
wenn am Computer gesessen ist, und dann kennt sicher jeder diese Pop-up-Fenster, was da kommen. Sie haben jetzt ein Handy gewonnen, wenn Sie hier raufklicken. Und der Roman hat schon hingeklickt, weil er gedacht hat, ja, schau, super, schauen wir mal, was da passiert. Man kann halt mutmaßen vielleicht. Er war kurz vor der Pensionierung. Er war auch immer sehr empfänglich für Gewinnspiele und dergleichen. Jetzt nicht unbedingt, weil er fest daran geglaubt hätte, dass er da was gewinnt, aber auch so ein bisschen als Unterhaltungswert vielleicht. Und wir kennen ja jetzt schon ein bisschen diese Vorgeschichte, wie es zu dem Ganzen geführt hat. Und ich glaube ganz einfach, dass aus Langeweile dann irgendwann doch mehr ernst wurde und aus anfänglichem Misstrauen halt im Laufe der Zeit dann doch das Vertrauen in dieses Gewinnspiel oder in diesen E-Mail-Verkehr, es war jetzt besser kein Gewinnspiel, genau, und dass das dann so zu dieser Situation geführt hat. Wir fassen zusammen. Roman Garber bekommt ein Mail, das ihm mehr als 10 Millionen Dollar Gewinn aus einem Investmentfonds verspricht. Absender ist HM Treasury, so heißt tatsächlich das Schatzamt seiner Majestät, der englischen Königin. Dort warnt man übrigens seit Jahren immer wieder vor Spam-Mails, die in ihrem Namen versendet werden. Wir haben im konkreten Fall natürlich nachgefragt, ob von dort Mails wie das an den Herrn Garber verschickt werden. Und ein Sprecher des britischen Finanzministeriums hat uns dazu Folgendes geschrieben, ich zitiere: Wir können bestätigen, dass dieses Mail nicht von HM Treasury gesendet wurde. Keine Abteilung, kein Beamter oder anderes Mitglied von HM Treasury würde eine Gmail-Adresse für seine Arbeit oder Korrespondenz verwenden. Ob Roman Garber wirklich geglaubt hat, dass das Mail im Auftrag der englischen Krone an ihn geschickt worden ist? Laut einem Protokoll seiner damaligen Anwältin vom 17. Dezember 2021 beschreibt er seine Einschätzung der Mails so. Ich zitiere: HM Treasury hat mich mehrmals kontaktiert und darauf bestanden, dass der Fonds mir gehört. Schließlich habe ich zugestimmt, HM Treasury meine Daten zu schicken. Sie hatten es schließlich geschafft, meine Aufmerksamkeit zu wecken, und ich hatte zunehmend Hoffnung, es existiere vielleicht wirklich ein Fonds auf meinen Namen. Und daraufhin entwickelt sich ein intensiver E-Mail-Verkehr mit der angeblichen Miss Thompson, angeblich von HM Treasury. Die ganze Korrespondenz erfolgt in Englisch. Und das ist erstaunlich, denn Roman Garber sagt selbst, er kann eigentlich kaum Englisch. Er hätte sich mit einem Internet-Übersetzungsprogramm geholfen. Wir haben den E-Mail-Verkehr zwischen Roman Garber und dieser angeblichen Miss Thompson aufgearbeitet und übersetzt. Es liegen uns zwar Dutzende Mails vor, sie dokumentieren aber bei weitem nicht die gesamte Kommunikation, die übrigens auch per WhatsApp erfolgt ist. Was wir den uns vorliegenden Mails entnehmen: Roman Garber hat sich auf die Sache eingelassen, dürfte regelrecht in einen Sog geraten sein. Er hat sein Gegenüber mehrmals getestet und dabei ziemlich an der Nase herumgeführt. Aber sein Gegenüber bleibt hartnäckig und baut Vertrauen auf. Hat sie mir geschickt, eine Urkunde. Dann hat sie gesagt, ja, wenn ich da nach, wir haben da einen Verbindungsmann in Ecuador, wenn ich da hinkomme und das persönlich unterschreibe, dann hätte es gut. Und sie sagt, das ist ja ein Problem, weil so eine hohe Summe kann man nicht von Südamerika dann nach Österreich überweisen. Wir zitieren auszugsweise aus dem E-Mail-Verkehr zwischen Roman Garber und der geheimnisvollen Miss Thompson. 19.08.2021, 13.30 Uhr, Thompson an Garber. Anbei, finden Sie Ihr Flugticket nach Ecuador. Bitte teilen Sie mir mit, ob es möglich ist, Ihnen Geld via Western Union zu überweisen, damit Sie etwas Geld bei sich haben. Später werde ich Ihnen auch noch die Details über Ihr Hotel in Ecuador zukommen lassen. Ich bin nach Graz bei den Indianerstraßen zu dem Standort und habe geschaut, ob das stimmt. Wir haben uns jetzt tatsächlich das ausgezahlt. Das ist schon erstaunlich. Roman Garber bekommt also tatsächlich Bargeld im Voraus. Er sagt, zweimal habe er je 500 Euro angeblich von HM Treasury bekommen. Er behebt das Geld, aber er fliegt vorerst nicht. Er will testen, was passiert. Beim ersten Mal behauptet er einfach, die Flugtickets seien ungültig gewesen. Ich habe die Tickets verfallen lassen und dann nach 14 Tagen hat sie sich wieder gemeldet. Und dann hat sie gemeint, ja, wenn ich jetzt da fliegen kann, ich sag, ja, jetzt wäre es möglich. Ne? Und dann hat sie mir neue Flüge gebucht.
Und zwar, das entnehmen wir dem E-Mail-Verkehr, bucht man Garba-Flüge im September letzten Jahres von Wien nach Uganda mit Rückflug via Bologna. Er müsse jetzt im afrikanischen Zahlungszentrum die Dokumente für die Auszahlung seines Fonds unterschreiben. Die Reiseroute diesmal Wien-Addis Abeba und von dort weiter nach Entebbe in Uganda. Auszüge aus diversen langen E-Mails mit genauen Reiseanweisungen. 3.9.2021, 14.11 Uhr, Thompson an Garba. Sobald Sie in Uganda ankommen und die Original-Fotokumente unterschrieben haben, gibt Ihnen unser Zahlungsbeauftragter das Ticket für den Rückflug von Uganda nach Bologna. Er wird Ihnen auch Geld für das Hotel in Bologna geben. Uganda ist ein sehr schönes Land. Sie werden Ihren Aufenthalt hier sehr genießen. 3.9.2021, 19.28 Uhr, Garba an Thompson. Danke für die Information. Ich bin überzeugt, dass dieses Mal alles klappt. Ich wünsche Ihnen ebenfalls ein schönes Wochenende. Die Reaktion folgt 3 Minuten später, 19.31 Uhr, Thompson an Garba. Ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen. Ich werde mein Bestes tun, um sicherzustellen, dass Sie am 11. September nach Uganda und dann zurück nach Bologna reisen können, um Ihr Geld aus dem Fonds zu erhalten. Seien Sie sicher, dass ich Sie niemals enttäuschen werde, dass Sie ein guter Mann sind und Sie dieses Geld wie versprochen bekommen sollen. 11.09.2021, 8 Uhr, Garba an Thompson. Guten Morgen, ich breche zum Flughafen Wien um 11 Uhr auf. 11.09.2021, 10.18 Uhr, Thompson an Garba. Ich bestätige Ihnen, dass alles in Ordnung ist. Wenn Sie in Uganda ankommen, nehmen Sie ein Taxi zum Hotel, teilen Sie mir dann bitte die Nummer Ihres Hotelzimmers mit, vergewissern Sie sich, dass Ihre WhatsApp-Nummer funktioniert, damit wir sehr schnell kommunizieren können, während Sie in Uganda und Bologna sind. Ich wünsche Ihnen eine sichere Reise und einen wundervollen Morgen. Roman Garba fliegt aber wieder nicht. Und dieses Mal ist seine Ausrede gegenüber der angeblichen Miss Thompson besonders fantasievoll. So erzählt er das später seiner damaligen Anwältin im Dezember 2021. Zitat: Ich wollte weiter die Seriosität von HM Treasury testen. Ich habe mir ausgedacht, dass ich einen Verkehrsunfall hatte und ihnen gesagt, ich konnte deswegen nicht nach Uganda reisen. Das war nur eine Ausrede, um zu schauen, wie sie darauf reagieren. Sie haben total ruhig reagiert und mir gute Besserung gewünscht und mir gesagt, ich soll mich wieder melden, wenn es mir besser geht, dann organisieren Sie mir die Reise wieder. Ab diesem Zeitpunkt war ich mir schon ziemlich sicher, dass das mit dem Investmentfonds stimmt. Weil wir ja bei weitem nicht über die ganze Kommunikation zwischen Roman Garba und der angeblichen HM Treasury verfügen und viele E-Mails fehlen dürften, ist das Ganze für uns nicht im Detail rekonstruierbar. Aber es dürfte einige Male so hin und her gegangen sein. Einmal sollte Herr Garba sogar nach Französisch-Guayana kommen. Und wieder erfindet er eine Ausrede. Vielleicht denken Sie sich an dieser Stelle, Wahnsinn, wie kann man da nur mitmachen? Roman Garba erklärte es seiner damaligen Anwältin so. Ich zitiere auszugsweise, wenn es ein Betrug ist, dann wollen die Geld von dir. Aber HM Treasury gab mir Geld. Sie zahlten mir mehrere Hotels und mehrere Flüge, Flüge, die ich nicht verwendet habe. Also Geld, das Sie verloren haben. Trotzdem haben Sie mir weiter Geld geschickt und weiter Flüge gekauft, ohne dass ich irgendetwas dafür tun musste. Da habe ich mir gesagt, das ist ja wie ein Lottogewinn. Dieser Fonds existiert wirklich. Ende Oktober vergangenen Jahres organisierte ihm die angebliche Miss Thompson, die sich übrigens manchmal mit N und manchmal mit M am Schluss schreibt, abermals eine Reise. Dieses Mal wieder nach Ecuador. Und dieses Mal erfindet Roman Garba keine Ausrede mehr. Er fliegt. Graz, München. München nach Madrid. Und Madrid, Quito. Und das war, und die Rückflüge halt auch. Und das habe ich bei der Lufthansa von überprüft. Die waren auch alle gültig. Ich habe mir gedacht, ich mache halt ein paar Tage Urlaub. Und wenn nichts ist, ist nichts. Was habe ich zum Verlieren? Am 9. November 2021 landet Roman Garba in Quito, der Hauptstadt von Ecuador. Die Jungfrau von Quito thront über der 2-Millionen-Metropole. Warten hier die versprochenen 10 Millionen Dollar auf Roman Garba?
in Ecuador, das hat soweit alles gestimmt, das Hotel habe ich mitgehabt, also alles am Handy. Und dann, ja, das hat alles soweit gepasst. Dann habe ich mir da zwei Tage das Ecuador, das Twitter angeschaut, die paar Sehenswürdigkeiten, das gibt. Doch Roman Garber will in Quito nicht nur Urlaub machen. Um sein Geld zu erhalten, müsse er hier die Original-Fonddokumente unterschreiben. Ein Mr. Paul sei ihm dafür als Kontaktmann genannt worden. Dann ist ein Mr. Paul gekommen. Paul heißt er, nennt er sich immer so. Und der war dann im Hotelzimmer mit mir. Ne? Und dann habe ich immer geschaut, dass ich da irgendwo unter Leute bin, weil da habe ich ein ungutes Gefühl gehabt. Also aber der hat ganz normal geredet und dann hat er gesagt, ich muss jetzt die Urkunde unterzeichnen. Und hat noch eine Person mitgehabt. Der hat einen Notar dort dargestellt aus seiner Art. Und der hat das auch unterschrieben und ich halt auch im die Urkunde im Original und dann war das für mich erledigt. Ne? Übrigens, der gesamte Aufenthalt in Quito sei ihm bezahlt worden, sagt Roman Garber. Nach Unterfertigung der angeblichen Fotodokumente habe ihm Mr. Paul dann einen früheren Rückflug organisiert. Allerdings über eine etwas andere Route als ursprünglich vorgesehen. Dann eben die Lösung, dass ich halt da über das Kolumbien da heimfliege. Dann haben sie eben die Flüge gebucht und dann ist er an mich herangetreffen und sagt, ob ich das medizinische Gerät da mitnehmen kann bis in die Schweiz. Das ist jetzt ein interessanter Punkt. In Ecuador sagen seine neuen Bekannten Herrn Garber, er solle für sie ein recht großes Packerl mitnehmen. Warum macht er da mit? Seiner damaligen Anwältin sagt er dazu Folgendes. Als Ausdruck meiner Dankbarkeit, weil sie von HM Treasury ja alles für mich gemacht hatten und mir bei allem geholfen hatten und den ganzen Ablauf finanziert hatten, müsste ich ein medizinisches Gerät mitnehmen. Ich habe zuerst widersprochen und gesagt, ich kenne mich mit medizinischen Geräten nicht aus und warum sie das Gerät denn nicht schicken. Sie haben mir gesagt, dass eine Person von Ihnen, ein Angestellter, das Gerät dringend braucht und da Sie mir gegenüber alle Ihre Versprechen eingehalten haben, wären Sie mir sehr dankbar, wenn ich Ihnen diesen Gefallen tun könnte. Und Roman Garber lässt sich überreden. Er nimmt das Paket mit. So in etwa, das entnehmen wir den Akten und Protokollen, könnte dieses Paket ausgesehen haben. Eine Schachtel, umwickelt mit Zellophan. Die soll Garber samt seinem Koffer an den jeweiligen Flughäfen mit einchecken. Eine Bescheinigung über das sich darin angeblich befindende medizinische Gerät wird Roman Garber mitgegeben. Die Reise geht laut Roman Garber so weiter. Er verlässt Quito, Mr. Paul habe ihn in einem Geländewagen zur kolumbianischen Grenze gebracht. Dort habe er in ein Taxi umsteigen müssen. Mr. Paul sei zurück nach Quito. Am nächsten Tag habe ihn jemand mit einem Moped über die Grenze nach Kolumbien gebracht. Von der kolumbianischen Stadt Pasto sei er dann mit dem Flugzeug weiter nach Cartagena geflogen. Und dann habe ich da genächtigt, das Hotel war auch bezahlt und reserviert. Und dann bin ich am nächsten Tag am Flughafen und habe halt die Gepäckstücke eingecheckt, das Paket da. Ich meine, das war so halb Karton und halb Zellophan verpackt. Da hat man reingesehen, dass es da ein Gerät sein muss. Ne? Also das hat so ausgeschaut. Und das hat so weit dann geklappt. Und dann bin ich eben an die Seite gerufen worden. Und dann habe ich gesehen, also meinen Koffer und die Kisten da, also was ich da mitgehabt habe. Und der hat dann wurde mir mitgeteilt, dass das durchgeschaut wird. Also das würde ich aufmachen. Und ich sage, ich habe aber nichts, mit dem ich das aufschneiden kann. Und dann hat halt der Polizist das gemacht und dann haben sie halt das ganze Paket komplett zerlegt, auch das Werkel da. Ja, und dann war unten. Im unteren Bereich war dann irgendeine kleine Metallkassette halt und da war das Ganze drin und es ist dann aufgebohrt worden und da waren so Säcke, so Sackerl mit dem weißen Pulver drin. Das weiße Pulver, es ist Kokain.
Im Akt der kolumbianischen Staatsanwaltschaft kann man es nachlesen. Demnach ist am 14.11. um ca. 9.20 Uhr eine diensthabende Polizistin am Flughafen in Cartagena mit einem Spürhund auf das Paket aufmerksam geworden. Darin enthalten war tatsächlich ein medizinisches Gerät, ein Sauerstoffkonzentrator. Aber zusätzlich war da eben auch noch eine schwarze Metallschachtel, in der sich 10 Säckchen befanden. Kokain. 7 Kilo und 587 Gramm. Ich habe nichts gewusst. Ich habe eine Rechnung mitgekriegt von denen, dass das also ein medizinisches Gerät ist, gekauft in Quito, Ecuador. Und das habe ich beim Einchecken auch mit abgegeben, die Rechnung. Also ich war der Meinung, das ist, dass ich dort einen Gefallen tue und dafür heute halt viel früher heimkomme. Und das war der Hintergrund. Roman Gabers Reise wäre eigentlich von Cartagena über Panama, Costa Rica und Zürich, wo er das Paket ja hätte abgeben sollen, zurück nach Österreich gegangen. Dazu ist es dann nicht mehr gekommen. Er wird am Vormittag des 14. November 2021 am Flughafen in Cartagena verhaftet. Roman Gaber beteuert, er sei das unschuldige Opfer eines internationalen kriminellen Netzwerks. Haben Sie jemals mit Drogen zu tun gehabt? Haben Sie jemals mit Kokain zu tun gehabt? War da jemals irgendetwas mit Drogen in Ihrem Leben? Ich meine, ich weiß, dass ein weißes Pulver ist aus dem TV und aus den Berichten, aus den allgemeinen Bildern, aber ich habe sowas weder konsumiert und auch jemals in die Hand gehabt. Cartagena in Kolumbien, eine Hafenstadt an der Karibikküste. Vom Reiz der Metropole bekommt Roman Gaber im Gefängnis nicht viel zu sehen. Er wartet auf seinen Prozess. Was haben Beschuldigte bzw. Angeklagte wie Roman Gaber in Kolumbien für eine Strafe zu erwarten? Das fragen wir die österreichische Juristin Yvonne Rieser via Videotelefon. Sie betreibt gemeinsam mit ihrer Kollegin eine Anwaltskanzlei in Bogotá. Diese Fälle wie vom Herrn Gaber, die sind uns leider aus der Praxis von mehreren europäischen Staatsbürgern bekannt. Und die Problematik ist, dass die Leute dann immer zu uns kommen, also ins Anwaltsbüro und sagen, ja, ich habe das nicht gewusst, ich habe das eingepackt in meinem Koffer, aber ich hatte keine Absicht, dass ich da irgendwie Drogen transportiere. Ich wusste auch gar nicht, ich habe ein Buch mitgenommen, eine Taucherflasche mitgenommen, Weinflaschen mitgenommen, ein Geschenk für jemanden, habe gesagt, bitte gib das zu Hause ab und ich habe mir nichts dabei gedacht. Und die Leute kommen auf uns zu in einer Verzweiflung, weil sie in Haft sitzen. Im Februar erhebt die kolumbianische Staatsanwaltschaft Anklage gegen Roman Gaber. Delikt: schwerer Drogenhandel. Unser Problem ist der Artikel 376 des kolumbianischen Strafgesetzbuches. Und zwar stellt der gleich den Handel, die Herstellung und das Bei-sich-Tragen von Betäubungsmitteln. Das heißt, aus Sicht des kolumbianischen Rechts ist es einerlei, ob sie Drogen herstellen, ob sie mit Drogen handeln oder ob sie Drogen bei sich tragen. Und das ist, dieses Bei-sich-Tragen von Drogen ist es, was Personen wie den Herrn Gaber zum Verhängnis wird, aus juristischer Sicht, weil er gleich behandelt wird mit Drogenhändlern in Wirklichkeit. Und bei Roman Gaber kommt laut Anklage noch etwas dazu. Artikel 384 Absatz 3 kolumbianisches Strafgesetzbuch. Der Erschwernisgrund. Der Erschwernisgrund liegt darin, dass wenn Sie über 5 Kilo Kokain bei sich tragen, damit handeln oder herstellen, verdoppelt sich die Mindeststrafe. Das heißt, Sie haben eine Mindeststrafe im Fall von Herrn Gaber von 20 Jahren Haft und 640.000 Euro Geldstrafe zusätzlich. Was auch ganz oft unsere Mandanten nicht verstehen, wenn sie aufgegriffen werden mit aus ihrer Sicht geringen Mengen von Drogen, ist, dass wirklich sie einen Prozess erwartet, der mit einem Mordprozess vergleichbar ist. Auch ein Schweizer Pensionistenehepaar dürfte mit einem Betrugsmail nach Südamerika gelockt worden sein. Den beiden wurden mit Kokain präparierte Bücher mitgegeben. Sie befanden sich im Koffer der Frau. Die Pensionistin ist nun in Haft. Roman Gaber ist offenbar kein Einzelfall. Die sind ja aus tiefstem Herzen davon überzeugt, dass sie es nicht gemacht haben und dass das eigentlich total unfair ist, was jetzt mit ihnen passiert und wollen auch gar nicht jetzt in dieser Situation sein. Ich sitze da unschuldig in Haft. Bitte, bitte holen Sie mich raus. Wann kann ich endlich wieder nach Hause? Das ist ja alles ein Missverständnis. Und man muss dann leider die Person sein, die halt wirklich der Mandant nicht sagt,
Aber aus rechtlicher Sicht ist es kein Missverständnis. Es reicht wirklich dieser Backtag, also dieser Zettel am Koffer, wo draufsteht, dass dieses Gepäckstück Ihnen zugeordnet wird. Und wenn Sie darauf achten, die meisten achten nicht drauf, aber wenn Sie darauf achten, auf jedem kolumbianischen Flughafen steht in ganz großen Plakaten immer und immer wieder, bitte kontrollieren Sie Ihr Gepäck. Sie sind für Ihr Gepäck zuständig und Sie unterschreiben es auch im Flughafen. Also das ist das Kleingedruckte, das die Leute wenig interessiert. Sind Sie sich sicher, dass was in Ihrem Koffer ist, Ihnen gehört? Und Sie werden auch gefragt, ist das Ihr Koffer? Ist alles, was in Ihrem Koffer ist, Ihres? Und die Leute geben einfach die Standardantwort ja. Drogen im Gepäck, die vermeintlich ahnungslosen Fluggästen mitgegeben werden. Getarnt als wichtiges Paket oder Geschenk. Hätte Roman Garbe etwas ahnen können? Beim Lesen der E-Mails ist uns Folgendes aufgefallen. Einige Male ist die Rede von Geschenken, die Roman Garbe von einer Destination zur anderen mitnehmen soll. Er fragt auch dezidiert nach. 3.9.2021, 13.49 Uhr, Garber an Thompson. Was meinen Sie mit Geschenken? Was ist deren Inhalt? Ich möchte das jetzt schon wissen. 3.9.2021, 16.31 Uhr, Thompson an Garber. Die Geschenke sind afrikanisches Kunsthandwerk, Kleidung, Süßigkeiten und Schokolade, die Sie unserem Zahlungsbeauftragten in Bologna mitbringen, als Anerkennung dafür, dass er Ihnen das Geld aus dem Fonds dann auf Ihr Bankkonto in Österreich überweist. 24.09.2021, 12.30 Uhr, Thompson an Garber. Unser Zahlungsbeauftragter in Französisch-Guyana wird Ihnen 3 Flaschen Wein mitgeben, als Geschenk für unseren Mitarbeiter in Amsterdam. Das wird ihn freuen und er wird dann Ihr Geld aus dem Fonds auf Ihr Bankkonto in Österreich überweisen. Und auch zur Reise nach Ecuador finden wir in den Mails etwas. 29.10.2021, 11.59 Uhr, Thompson an Garber. Der Zahlungsbeauftragte wird zu Ihnen kommen und er wird Ihnen auch das Geschenk geben, das Sie unserem Zahlungsbeauftragten in Spanien geben werden. 2.11.2021, 13.38 Uhr, Garber an Thompson. Welche Geschenke muss ich von Ecuador mitnehmen und wie viele? Ich würde das gerne wissen, wegen der Größe meines Koffers. 2.11., 22.30 Uhr, Thompson an Garber. Sie können mit Ihrem normalen Koffer reisen, weil das Geschenk können Sie einchecken. Geschenke mitnehmen? Kann sich Roman Garbers Ex-Lebensgefährtin erklären, warum er da nicht mehr als skeptisch geworden ist? Spätestens aber bei der Übergabe des Pakets in Kolumbien? Ich glaube schon, dass ihm das komisch vorkommen sein muss. Wein oder Süßigkeiten, ich sage bei dem medizinischen Gerät, wahrscheinlich nicht. Ne? Und ich bin überzeugt davon, dass er mit diesem medizinischen Gerät oder mit der Mitnahme dieses medizinischen Gerätes, ich glaube, der tut ja noch was Gutes. Ne? Ja. Weil wenn man ein medizinisches Gerät mitnimmt, dann ja, kann ja da nichts Verkehrtes dabei sein. Wir haben uns immer wieder gefragt, was wäre mit Roman Garber passiert, wäre er wirklich mit dem Paket weitergekommen? Nach Panama, Costa Rica, Zürich. Wäre er, wenn er es abgegeben hätte, in Gefahr gewesen? Hätte man ihn umgebracht oder erpresst, weitere Kurierdienste zu leisten? Übrigens, der Straßenverkaufswert von 7 Kilogramm Kokain beträgt laut Auskunft der Polizei rund 1,6 Millionen Euro. Roman Garber bleibt nun womöglich nur ein juristischer Weg, sich im Rahmen eines Deals mit der kolumbianischen Staatsanwaltschaft schuldig zu bekennen. Dabei könnte er, wenn das Gericht zustimmt, mit rund 7 Jahren Haft davonkommen. So schildert es uns Anwältin Rieser. Ob Roman Garber sich darauf einlässt, wissen wir noch nicht. Die Familie hofft in der ganzen Causa auch auf die Hilfe des Außenministeriums bzw. der zuständigen Botschaft. Uns gegenüber wollte das Ministerium wegen des laufenden Verfahrens übrigens keine Stellungnahme abgeben. Die Familie von Roman Garber betont aber, dass sie von dieser Seite sehr unterstützt wird. Auch die Staatsanwaltschaft in Kolumbien haben wir kontaktiert und um eine Stellungnahme gebeten, da ist keine Antwort gekommen. Und natürlich haben wir an die E-Mail-Adressen, mit denen Roman Garber im Rahmen dieser Sache kommuniziert hat, Anfragen mit der Bitte um Stellungnahme geschickt. Und wir haben natürlich auch gefragt, ob Roman Garber tatsächlich Anspruch auf 10 Millionen Dollar Gewinn gehabt hätte. Zurückgekommen ist nichts. Außer,
dass eines unserer E-Mails nicht zustellbar ist, weil die E-Mail-Adresse nicht mehr existiert. Wien. In einem Bürogebäude am Gelände des Hauptbahnhofs sind wir mit Cornelius Granig verabredet. Cornelius Granig ist international tätiger Manager und Experte für Computerkriminalität. Wir zeigen ihm das Mail, das Roman Gaber den 10 Millionen Gewinn versprochen und ihn damit nach Südamerika und ins Unglück gelockt haben soll. Ja, der Herr Gaber hat ein Spam-Mail erhalten oder ein Mail erhalten, das fast allen Kriterien entspricht, die ein dubioses Spam-Mail hat. Also zum einen war der Absender angeblich, vorgeblich das britische Finanzministerium, Her Majesty's Treasury, wo man dann in der E-Mail-Adresse sehen kann, dass aber dieser Absender eine Gmail-Adresse verwendet hat. Eine offizielle Behörde würde niemals eine Gmail-Adresse verwenden für so eine Kommunikation, sondern hätte eine Domain benutzt, die zu einer Behörde gehört. So wie das gv.at. So wie in Österreich das gv.at. Also beim Finanzministerium schreibt Ihnen auch nicht jemand unter einer Gmail-Adresse einen Steuerbescheid. Ja. Das Zweite ist, dass die Ansprache nicht direkt an den Herrn Garber war, sondern dass da nur Sir stand. Das Dritte ist dann, dass also auch der Titel zum Beispiel mit diesen Großbuchstaben so gewählt wurde, dass das Mail auffällt im Postfach. Und im Mail selbst stand dann ja drinnen, dass diese angebliche Behörde, die noch dazu keine Adresse angegeben hat, da gab es keine Kontaktdaten, sondern nur den Namen einer Frau, dass diese Behörde von ihm verschiedene Informationen möchte. Eine Behörde würde so etwas nie auf diese Art und Weise beim Erstkontakt tun, wo sie den Betroffenen nicht einmal namentlich nennt. Fast die Hälfte des weltweiten E-Mail-Aufkommens sind mittlerweile Spam-Mails. Und die angezeigten Cybercrime-Straftaten sind auch in Österreich sprunghaft angestiegen. Von 17.000 im Jahr 2017 auf zuletzt 46.000. Im Vorfeld des Spam-Mails steht üblicherweise ein Datenklau. Irgendjemand stiehlt Daten, in denen E-Mail-Adressen enthalten sind. Diese E-Mail-Adressen werden verkauft an Leute, die Spam-Mails versenden. Die benutzen sie, um Adressaten zu finden für ihre Spam-Mails. Über das Darknet? Über das Darknet. Und dann ein Dritter kauft sich dieses Spam-Mail-Service zu, weil er sich denkt, ich möchte möglichst viele Menschen erreichen damit, um Drogenkuriere zu finden. Und so haben sie mehrere Beteiligte, bei denen es relativ wahrscheinlich ist, dass sie einander gar nicht kennen. Weil im Darknet ist es ja so, dass sowohl der Anbieter als auch der Käufer als auch der Vermittler anonym sind. Geschäfte im Darknet. Wie kann man sich das in der Praxis vorstellen? Es gibt tatsächlich büroartige Einrichtungen in Westafrika, aber auch zum Beispiel in der Türkei, wo Cyberkriminelle sitzen und der Macht hat ein Stockwerk macht Enkelbetrug, der zweite Stockwerk macht Spam-Mails, der dritte Stock macht Ransomware-Attacken und vielleicht wechseln die sogar noch, damit sie ein bisschen Abwechslung haben in der Woche, dann einander ab. Job-Rotation. Ja, verbunden mit sehr guten Callcentern inzwischen, wo die Leute auch mehrere Sprachen sprechen. Auch Deutsch ist kein Problem. Roman Garber ist seit mehr als 9 Monaten hinter Gittern. Er kann immer noch nicht verstehen, dass er nun derjenige ist, der bestraft wird. Er habe nie mit Rauschgift zu tun gehabt. Drogen, wenn man als Zigaretten rauchen, als Droge sieht, dann bekenne ich mich dazu. Und dass ich ab und zu ein Bier und ein bisschen einen weißen Spritzer trinke, aber das sind die einzigen Drogen, die ich in meinem Leben zu mir genommen habe. Aber ich habe jetzt Kontakt gehabt mit Drogen in der Unterkunft, in der ersten, wo ich da die 23 Tage war. Weil da haben die Basel was Cannabis gebraucht, nicht? Also die Mithäuslinge. Nicht? Und da habe ich gemerkt, dass ich den ganzen Tag schlafen kann und jetzt weiß ich auch warum. Nicht? Das hat man zwangsläufig immer mit eingeatmet. Roman Garber hat nur einen Wunsch. Dass man ja eventuell die Hofstall in Österreich verbringen kann. Nicht? Und das wäre für mich mal wichtig, weil ich fürchte wirklich an meine Gesundheit. Ja, mit den Fliegen, mit den Ungeziefern, meinen Kakerlaken habe ich umgebracht, Zungen und Zähne. Man kann es sich nicht vorstellen. Also, wie gesagt, das ist ein anderes Land, das ist mir klar. Die Kultur ist eine ganz andere. Aber nur, wie gesagt, lang hält man es da nicht aus. Helmut Blassack, er ist seit Jahrzehnten in der Steiermark Strafrichter und hat zahlreiche Drogenprozesse geführt.
ein paar Fälle schon gehabt mit Südamerika. Kolumbien spricht man halt immer von qualifizierten Drogenkartells, okay, die bedürfen oder setzen ein natürlich entsprechende Kuriere. Das heißt, immer nach dem Motto, es den Kleinen erwischt es halt. Inwieweit besteht die Möglichkeit, dass Roman Garber seine Strafe in einem steirischen Gefängnis verbüßen kann? Es gibt die Möglichkeit der Strafvollstreckungsübernahme. Natürlich, Österreich nimmt die eigenen Staatsbürger immer zurück. Es gelingt auch meistens innerhalb akzeptabler Zeit. Das Problem ist, dass mit Südamerika der Vorlauf, und zwar gemeinter Vorlauf ab dem Urteil bis zur tatsächlichen Übernahme, dass er dann sozusagen von österreichischen Beamten mit Flugzeug abgeholt wird, in der Regel ein gutes Jahr dauert, also wenn wir schnell unterwegs sind. Ein gutes Jahr bis sogar eineinhalb Jahr. Ich habe das einmal gehabt mit Panama, da hat es fast 2 Jahre gedauert. Der Wiener Rechtsanwalt Philipp Wolm hat ebenfalls schon öfter mit Suchtgiftfällen im Ausland zu tun gehabt. Eines ist klar, auch wenn Roman Garber irgendwann nach Österreich überstellt wird, wie in Kolumbien für eine Haftstrafe, muss verbüßen. Wichtig ist, wir haben einen österreichischen Staatsbürger, der in Österreich eine Strafe vollstrecken möchte. Auf kolumbischer Ebene ist die Argumentationslinie so, jeder Häftling kostet einem Staat Geld. Ja, also die sind wahrscheinlich gar nicht so unglücklich, einen Österreicher, der dort schon für seine Straftat bestraft wurde, abzugeben. Und Österreich muss dafür Sorge tragen und wird den Kolumbianern versichern müssen, dass der dann auch hier wirklich die Strafe verbüßt. Wenn er dann einmal hier ist, haben wir aber die Möglichkeiten, die uns das österreichische Recht gibt, um beispielsweise eine frühzeitigere bedingte Entlassung oder eine Fußfessel oder in weiterer Folge sogenannte Erleichterungen des Strafvollzuges dann auch für ihn zu erreichen. Wir kehren zurück nach Liebring in der Steiermark zu jenen Menschen, die Roman Garber vermutlich am besten kennen. Seine Familie, seine Freunde. Kann es sein, dass er nicht vielleicht doch irgendetwas wusste, ahnte oder für das große Geld in Kauf genommen hat? So wie ich ihn kenne, ist das für mich einfach undenkbar. Ich denke, da ist es halt jemandem gelungen, ihm entsprechend zu bezirzen oder einzuladen, wie auch immer, und dass man ihm dann was untergejubelt hat. Das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann. Das kann ich mich aufgrund seiner Gutgläubigkeit vorstellen. Aber es ist für mich undenkbar, dass er das bewusst gemacht hat. Also Drogen war nie ein Thema. Also ich sage, ich kenne ihn jetzt fast 60 Jahre. Also Drogen. Nein, wo er immer ein Gegner war, das gegen Drogen. Zumindest die Freunde von Roman Garber sind von seiner Unschuld überzeugt und versuchen zu helfen. Wir haben finanziell auch mitgeholfen, dass die Anwältin jetzt bezahlt werden kann und auch, und wir hoffen, dass er nach Österreich kommt. Das wäre das Wichtigste. Dass er da ist. Dass er da einmal ist. Dass er von unten weg ist. Was dann ist mit der Strafe, das kann man nicht sagen. Ne? Aber dass er wenigstens nach Österreich. Und das wäre uns wohl wichtig. Wie wird das sein? Was glauben Sie, wenn Sie ihn dann wiedersehen? Das wird ja wahrscheinlich nicht mehr der gleiche Mensch sein, oder? Ich weiß es nicht. Ich kann mir es nicht vorstellen. Andrea Lappi, der langjährigen Lebensgefährtin von Roman Garber, zeigen wir das Videointerview, das wir mit ihm geführt haben. Sie ist schockiert. Er schaut entsetzlich aus. Das hat mit dem Menschen nichts mehr zu tun, wie wir ihn kennt haben. Also auch den Gewichtsverlust, das merkt man ihm ja an. Mir kommt vor, er hat ja bei den Zähnen ein Problem. Mhm. Also ich bin entsetzt. Ich bin entsetzt. Das ist auch so typisch er, dass er in dem Gespräch ein bisschen Schmäh dabei hat, ein bisschen eine Lockerheit. Das ist so typisch, er würde sie nie anmerken lassen, dass es ihm jetzt ganz, ganz schlecht geht. Auch sie versucht Geld aufzubringen, um ihrem Ex-Lebensgefährten zu helfen. Einige Hafterleichterungen konnten schon bewirkt werden. Fürs Erste würden wir sicher mal 15.000 bis 20.000 Euro benötigen, dass wir jetzt einmal das Verfahren weiterführen können. Die Überstellung nach Österreich ist da fürs Erste inbegriffen, aber das wird natürlich noch mehr kosten. Bevor an eine Überstellung zu denken ist, muss es ein rechtskräftiges Urteil geben. Doch davon ist Roman Garber derzeit weit entfernt. Die letzte Verhandlung im August hat 15 Minuten gedauert. Der Dolmetscher ist nicht erschienen und Garbers neue kolumbianische Anwältin hat im Wesentlichen nur vorgebracht, dass ihre Honorare noch nicht bezahlt seien. Die Verhandlung wurde vertagt. Und Roman Garber hat ja, Heimweh.
Natürlich, man hat viel Zeit zu denken und dann, ich habe auch geschickt Fotos von meiner Familie und so weiter. Also, ich habe zwei Briefe und die liest man immer wieder. Heimweh nach meinen Freunden, nach dem normalen Umgang. Natürlich, ne, das ist ja groß. Und der Wunsch ist natürlich, wieder Österreich zu sehen. Ne. Dann bin ich ja seit vorigem Jahr März in Pension und habe jetzt könnte ich das Leben wirklich genießen. Ne. Das wär, leider ist das jetzt dazwischen gekommen, aber wie gesagt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ne. Die habe ich Gott sei Dank noch. Danke, Herr Gardner, danke. Ich glaube, wir müssen jetzt dann abbrechen, gell? Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ja, ich danke für das Gespräch. Eine schöne Grüße. Ja.